Hallo Steine-Fans, hallo Lego-Minifiguren-Sammler und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf meinem Kanal. Es gibt was zu feiern. Ja, 200 Abonnenten der Steinekiste. Leute, vielen, vielen Dank. Das sind, ich habe es glaube ich im 100-Abonnenten-Special schon gesagt, durch das Video an Brickstory sind da so viele Leute gekommen. 10.000 Aufrufe, hunderte Likes. Leute, vielen, vielen Dank. Wenn ihr jetzt noch in die anderen Videos schaut, dann bin ich ja super zufrieden. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass ihr von diesem einen Video schon ausgehend da mich abonniert habt und mir diese 200 Abonnenten ermöglicht habt. So wie immer möchte ich euch etwas zurückgeben und zwar mit diesem Video und mit dem folgenden Gewinnspiel. So, das war das Erste, was es zu feiern gibt. Und Nummer zwei, es gibt endlich die Lego Minifiguren-Serie im freien Handel. Bisher habe ich sie immer nur bestellen können, also zum Beispiel über Lego oder über Amazon. Aber wenn man sie bestellt, dann weiß man ja nicht, was drin ist. Gut, das ist der Sinn des Ganzen, weil man ja diese Blind Bags sozusagen kauft. Aber wenn wir ehrlich sind, wir wollen doch keine 100 verschiedenen Doppelten. Interessant wird es ja dann, wenn wir sagen, wie kommen wir denn gezielt an die Figur, die wir haben wollen. Ja, und das zeige ich euch heute. Wir haben hier 12 Packen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und wie wir wissen, sind es 12 neue Minifiguren in der aktuellen Serie. Das ist die kleinste Serie seit ja, Beginn der Lego-Minifiguren-Serie. Aber ist nicht so schlimm, dann dürfte das Video umso schneller vorbei sein. 12 Packen, 12 verschiedene Minifiguren und ich zeige euch heute, wie ihr gezielt an die Minifigur rankommt, die ihr haben wollt. Als erstes, ganz, ganz wichtig, braucht ihr sowas hier. Diesen Zettel kennt ihr wahrscheinlich in- und auswendig oder habt ihr schon mal gesehen. Das ist der aktuelle. Das ist völlig zerknickt. Ja, der ist schon einmal zusammengeknüllt gewesen. Sowas. Eine Übersicht von den Figuren, die aktuell in der Serie mit drin sind. Das gibt es auch bei Google über Bilder herauszufinden. Legen Sie erstmal zur Seite und gehen mal an die erste Minifigur. Achtung, kein ASMR. Ich versuche das runter zu pegeln, aber wie sagt der Held, Achtung laut. Das könnte jetzt mit dem Knistern ein bisschen nervig sein. Denn natürlich von außen kommt man nicht ran. Man muss natürlich fühlen. Und hier ist das Teil, an dem ihr todsicher, das ist ein Dead Giveaway, an dem ihr erkennen könnt, welche Figur drin ist. Man sieht es schon so ein bisschen, das ist die Flasche. Das ist die Flasche des Schiffbrüchigen, den ihr hier oben habt. Das heißt also, den Schiffbrüchigen erkennt ihr einmal an seinem Haarteil sehr gut. Das ist sehr, sehr fest. Aber Dead Giveaway, ganz sicher, ist die Flaschenform, die hier wirklich sehr, sehr bekannt ist. Oh Gott, das sieht man ja gar nicht. Muss ich mir nochmal einen anderen Stift holen. Also an der Flasche könnt ihr es 100% erkennen, denn diese Flaschen-Lego-Form ist ja doch sehr eindeutig. Aber solange das Ding zu ist, kann ich euch ja viel erzählen. Wir müssen natürlich mal nachschauen. Ha, da ist er. Na. So, wie ich es gesagt hatte, ist es der Schiffbrüchige. Wir setzen ihn noch hier schnell zusammen. Zack. Ein schönes Gesicht. Moment, da ist die Kamera. Hat er ein Wendegesicht? Nö, kein Wendegesicht. So, dann so. Hier ein besonders schönes Teil, wie ich finde. Dieser Einsiedlerkrebs hier. Der ist ja super niedlich. Den habe ich so auch noch nicht gesehen. Ist jetzt ein bisschen im Licht sehr, sehr grell, aber ist so ein, ja, ist das ganz normale Orange. Und bedruckt die Flaschenpost des Schiffbrüchigen. Ja, schöne Minifigur. Nicht mein Favorit. So ähnlich, eine so ähnliche Figur gibt es ja aktuell in der Ninjago-Serie. Was man aber sagen muss, Armbedruckung mit dem Anker. Ja, die Beine sind, das nennt man dann Dual-Molded, ne? Wenn die hier so aus zwei Dingen bestehen, mit der zerrissenen Hose, eine kleine Muschelkette. Schöne Figur. Nicht mein Favorit, aber schön. Großes Teil, festes Teil, das ist der Azteken oder Aztekenkrieger, der Azteke oder Inka-Krieger. Daran kann man ihn erkennen. Wenn man aber 100% sicher sein will, kriegt man hier nicht so sehr knicken, aber man kann sein Schwert fühlen. Griff hinten und die gezahnte Klinge. Ich zeige es euch nochmal. Hier ist er.
Da, also an seinem Kopfteil, dem Schild, das ist wirklich sehr, sehr einzigartig, weil dahinter der Griff ist, aber auch dieses Schwert, daran könnt ihr 100% erkennen, dass es der Azteken-Inka-Krieger ist. Na, komm raus. Da ist er. Hat ein Wendegesicht. Einmal, ups, hier ist, um Gottes Willen. Hat ein Wendegesicht. Die haben viel zu lange suchen müssen. Sieht auch sehr, sehr cool aus, finde ich, hier mit dieser roten Kriegsbemalung und einem bösen Gesicht. Und ja, wenn er dann doch freundlich gesonnen ist, hat er hier so ein liebguckendes Gesicht. Aber wir machen ihn mal böse. Ups, jetzt hängt hier alles fest. Dieses Video ist noch schlechter vorbereitet als meine normalen, weil ich heute so spontan die gesehen habe und jetzt ganz fleißig hier das Video hochladen muss oder möchte. Ihr werdet euch wahrscheinlich schon denken, hä, was ist denn nun los? Die Steinekiste lädt zweimal in einer Woche hintereinander ein Video hoch. Ja, komisch. Ja, da ist er. Goldener Haarschmuck sieht sehr, sehr schön aus, finde ich. Ich hätte erst gedacht, dass ausgehend von der letzten Harry Potter Minifiguren-Serie, da gab es ja Luna mit dem Löwenkopf, also mit diesem ja, vom Quidditch, mit diesem Dings, hätte ich gedacht, dass sie das irgendwann nehmen als ja, Löwenverkleidung oder so. Ich glaube nicht, dass es das gleiche Teil ist. Und wenn, dann erkenne ich es überhaupt nicht wieder. Ja, ansonsten das Schwert, auch neu, glaube ich, habe ich so auch noch nie gesehen mit diesen Obsidian-Klingen. Ich glaube, das ist ja so, ursprünglich hatten sie dann so wirklich so ein Obsidian-Glas oder irgendwie so eine scharfen Steine in ihren Klingen drin. Also wirklich sehr, sehr schön. Armbedruckung mit den Bemalungen und Tätowierungen. Sehr, sehr cool. Eine meiner Favoriten. Kann man jetzt nicht unbedingt in eine Stadt stellen, aber so vom Stil her absolut klasse Figur. Ah, da ist es. Ganz klar, die Zentaurin. Wo ist mein Stift jetzt? Och, um Gottes Willen, hier fällt alles runter. Ganz klar, die Zentaurin kann man an diesem riesigen Pferdeteil hier unten erkennen. Das ist, glaube ich, relativ simpel. Das kriegt man ganz leicht hin, herauszufinden, welches der Zentaurenteil ist. Da ist er, seht ihr, habe ich doch gesagt. Und ein paar haben eben noch diese Tüten extra, wo die Teile nochmal separat drin sind. Und diese vollen Tüten machen die ganze Tüte sehr verdächtig voll. Kann man also immer genau rausfinden, braucht man in der Regel nur sehr, sehr kurz für, um herauszufinden, ob das eine Figur ist, die man noch braucht oder die man überhaupt haben möchte oder nicht. So. Na. Hat ein Wendegesicht. Einmal fröhlich mit offenem Mund, einmal ja, freundlich, aber ein bisschen entschlossener. Armbedruckung mit diesen nee, Gamaschen sind am Fuß, ne? Also so eine ja, mittelalterlichen Armschienen, könnte man sagen. Haare. Ich glaube, das sind die von Hermine. Ich glaube, Hermine hat so ähnliche Haare. Dann ein Apfel, soll wahrscheinlich Wilhelm Tell nachempfunden sein, der ja mit einer Armbrust einen Apfel, glaube ich, vom Kopf geschossen hat. Ja, was er jetzt ein Zentaur damit zu tun hat, weiß ich nicht. Ja. Schön für ein Fantasy, für eine Fantasy-Welt, da kann man so einen Zentauren gut gebrauchen oder bei Harry Potter direkt mit reinsetzen. Da gab es ja auch schon die Zentauren. Ja, überhaupt nicht keiner meiner Favoriten, aber auch ganz nett. Wie die jetzt hier draufstehen soll, frage ich mich gerade. Moment, passt das? Nee, der passt doch gar nicht. Ja, da war wieder ein Fuchs am Werk, also doch hält. Aber dann steht das Ding schräg. Komisch. Okay, ja, also. Ich will nicht so viel quatschen. Weiter. Hier ist es in der Mitte. Das Brecheisen. Das Brecheisen hier unten von diesem Alien. Ja, mit der ganz bekannten Form. Sehr stabil im Griff, kann man also auch nicht verbiegen, kriegt man ganz leicht raus. Oder alternativ, da ist er. Ja. Alternativ hier oben hätte ich ihn jetzt gehabt, den Edelstein oder diesen ja, Energiekristall oder was auch immer dieses Alien hier geklaut hat. Na, so, möchte da ja nicht in mein Lego reinschneiden.
Da ist er. Schöne Figur. Hat mir anfangs überhaupt nicht gefallen. Jetzt, wo ich es so vor mir sehe, hier mit dem Kopf, Armbedruckung, Beine auch seitlich bedruckt, wohlgemerkt. Ja, richtig, richtig cool. Ja, braucht man jetzt vielleicht nicht unbedingt in einer Stadt, die jetzt auf, ja, wie sagt man, ja, Realismus setzt. Aber an sich eine coole Figur. Ist ja, glaube ich, auch nachempfunden der Space Police Serie von früher. Da gab es diese Teile auch schon in Trans Light Blue. Ja, habe ich jetzt völlig verpasst. Muss in den Zeiten meiner Dark Ages gewesen sein. Habe ich gar keine Verbindung zu. Aber ist eine schöne Figur. Ah, jetzt habe ich es natürlich. Die nächste, die so voll ist mit einer Extra-Tüte. Ich habe jetzt ganz ewig gebraucht, das rauszufinden. Das ist, achso, ich habe es schon aufgeschnitten. Moment, wir gucken noch nicht rein. Das ist die Sängerin, die hier unten. Natürlich zu erkennbar an ihrem Haarteil. Das ist ganz, ganz charakteristisch. Oh Gott, hier so. Und man kann hier unten, seht ihr es, da ist ein so ein Zauberstab, Laserschwertklingenteil drin, also ein kleiner Stab. Daran kann man es auch erkennen. Und deshalb ist das nämlich auch wieder eingetütet. Da ist dieses Cape, was sie hier um hat. Das ist dann auch nochmal mit drin. Daran kann man die Sängerin erkennen. Und wir sehen, da ist das Cape, da ist der Standfuß. Na, kommt noch. Hallo. Na also. So. Doppelgesicht einmal. Ja, einfach, ne? So, einfach nur fröhlich nett guckend und einmal gerade völlig im Gesang vertieft, wenn sie da auf der Bühne steht und ihre Show abzieht. Das coole Haarteil, wie ich finde, das sieht ja richtig exotisch aus. Ich weiß gar nicht, was das für eine Art Sängerin, Tänzerin sein soll, aber hier mit den Federn, so dem nachempfundenen Kopfschmuck, das ist schon sehr, sehr cool. Finde ich an sich sehr, sehr cool vom Design. Keine Armbedruckung. Ups. Rückenprint mit so einem offenen Kleid. Ganz schön empfunden. Natürlich nicht in dem gleichen Lego-Figurengelb. Das kriegt Lego ja nie hin. Macht aber nichts. Ist jetzt nicht so wild, finde ich. Und ansonsten, ja, schöne Figur. Keiner meiner Favoriten, aber ist in Ordnung. Da kann man es schon sehen, man kann es ganz leicht fühlen, es ist ein riesiges Teil. Das ist natürlich das Flugzeugmädchen hier unten, ganz, ganz klar an diesem Flugzeugteil zu erkennen. Die Flügel sind natürlich stabil, ein Stud ist jeweils drauf, den man greifen kann. Das ist wirklich keine Atomphysik, das rauszufinden, das kriegen wir hin. Ups, Kopf bleibt hier, da ist er. Kleines liebes Flugzeug. So, eine Möglichkeit. Oder wenn wir sagen, nö, Helm brauchen wir nicht, dann haben wir hier auch die längeren Haare mit Pony und Zopf. Von der Figur her finde ich es schön. Kinderfiguren sind immer gut zu gebrauchen in der Lego-Stadt. Den Torso-Print, Moment, finde ich auch ziemlich cool. Hier mit dem Abzeichen drauf, oder mit den Abzeichen. Auch wenn das hier ein bisschen komisch aussieht mit den Flügeln, naja gut. Hinten mit dem Propeller, ja, schönes Ding. Aber ganz klares Manko ist das Ding hier. Also, das ist ja nur wirklich... Vom Stil her ist es ähnlich wie der... Gottchen, der Autofahrtyp aus der Lego Minifiguren Party Serie. Ich blend ihn euch mal ein. Das ist natürlich ein ähnliches Prinzip, aber das Auto war bedruckt, das Auto sah cool aus und das Ding hier ist einfach nur, ja, billig. Es ist, gefällt mir jetzt persönlich überhaupt nicht, ist auch keine, bei weitem kein Favorit von mir, diese Minifigur. Ist ganz schön, dass man hier einmal noch Haare extra bekommt, aber ja, im Großen und Ganzen bin ich von dieser Figur doch ziemlich, ja, enttäuscht, lässt mich kalt. Flosse links, Flosse rechts. Finne hinten drauf, das ist das Surfer Girl mit Delfin. Also ganz dead giveaway. Natürlich auch das Surfbrett oder das Paddel. Beides ganz klare Anzeichen, dass wir diese Figur drin haben. So wie bei dem Flugzeugmädchen, keine Raketenwissenschaft, die wir hier betreiben. Das ist wirklich ganz, ganz locker, flockig.
rauszufinden hier. Eine Schwimmweste können wir ihr noch anziehen. Ja, aber vorher wollen wir uns mal den Torso-Print ansehen. Der ist halt richtig cool, finde ich. So ein Tanktop mit Rückenprint und vorne dem Delfin drauf. Beine dual-molded mit so einer Badehose oder ja, so einem Neoprenanzug. Dann verdecken wir das mal hier mit der Schwimmweste. Zack. Und natürlich dem inzwischen schon relativ gut bekannten Hair-Hat-Combo, also dem Pferdeschwanz und der Cappy. Die Farbe ist aber hier so in dem Stil noch nie raus gewesen. Es gab eine rote Mütze mit dunkleren Haaren und es gab ab und zu mal eine dunkelblaue Mütze mit verschiedenen Haaren für die Polizistinnen. Ja, schöne Figur. Surfbrett kennt man, so in Ordnung. Hat einen schönen Print drauf. Paddel ist ganz normal, Delfin auch. Ja, keine meiner Lieblingsfiguren, auf gar keinen Fall. Aber an den Strand kann man sie mal stellen. Wenn ich mir überlege, Brick Parker zum Beispiel, der hat ja gerade erst seinen Strand umgebaut. Da könnte die mit dem Delfin ganz gut hinpassen. Ne? Ich glaube, Brick Parker baut auch viel mit seiner Tochter gemeinsam um. Ist jetzt ein Klischee, dass jetzt unbedingt Mädchen mit Delfinen spielen müssten. Aber ihr wisst, was ich meine, ist nicht bös gemeint. Für solche Situationen ist diese Minifigur natürlich gut geeignet. Ah, jetzt habe ich ihn, habe ich immer Schwierigkeiten, den zu fühlen. Jetzt habe ich es auch schon wieder verloren. Man kann ihn erkennen, hier hinten ist das Haarteil, aber ganz, ganz dead. Das einzigartige Dead Giveaway ist dieses Teil hier. Das ist die Bögen von der Geige. Das ist ja so ein Zauberstabteil. Und wer von euch schon mal ein Harry Potter Set ausgepackt hat, weiß, dass die kommen immer zu zweit an so einem Hänger dran. Daran kann man es erkennen. Natürlich die kleinen Minifigurenbeine. Entweder ist es das Kind oder ist es der Junge. Wenn man das Kind nicht hat, weil man dieses große Flugzeug nicht erfüllt, dann ist es ganz klar der Junge. Ja, ganz normales Ausschlussverfahren. Und die Geige kann man auch sehr gut herausfühlen. Die habe ich jetzt gerade wieder verloren, aber ich denke, die Anzeichen sind hier relativ klar herauszufinden, welche Figur das ist. Da ist er. Ja, schöne Minifigur. Die Haare kennt man, sind diese typischen längeren Jungshaare, würde ich sagen, mit dem langen Pony, früher hat man Emo-Friese gesagt, heutzutage sagt man sowas, glaube ich, nicht mehr. Ja, schöne Minifigur. Die Geige finde ich super. Ja, ganz, ganz toll. Und auch relativ leicht rauszufühlen. Da ist er. Sehr, sehr unscheinbar rauszubekommen. Relativ schwierig. Ich habe jetzt das Dead Giveaway gefunden. Und zwar ist es nämlich das Marienkäfermädchen. Und Dead Giveaway hierbei ist natürlich der 1x1er Roundteil mit dem Marienkäfermuster. Oder sehr viel größer und aber auch sperrig und nicht so kaputt zu kriegen. Das ist, oh Gott, hier, jetzt müssen wir mal richtig hier einkreisen. Sind die Flügel, die sie hinten auf dem Rücken hat. Ja, daran kann man auf jeden Fall 100% festlegen. Na, das war da oben die Mini-Figur, die Marienkäfer-Figur haben. Sag ich doch, da ist er. Seid vorsichtig, wenn ihr das macht. Die Antennen hier mit auf dem Hut, die sind ein bisschen aus Gummi, also die sind ein bisschen, beweglich. Nicht, dass man da aus Versehen was abbricht. So, Marienkäferin, einmal freundlich mit roten Wangen und einmal auch nochmal freundlich, aber lächelnd, einmal lachend, einmal lächelnd. Ist jetzt nichts großartig Spannendes. Hier die Flügel, daran kann man es auf jeden Fall gut erkennen. Von dem Mold her ist das, glaube ich, auch einzigartig. Habe ich noch nie gesehen, wo sowas passen oder rankommen soll. So, Hut passt auch mit einem Blatt, wo man einen Marienkäfer raufsetzen kann. Zack. Und ihr seht schon, noch ein zweiter Marienkäfer als Extrateil. Habt ihr also zwei Marienkäfer zum Preis von einem. Beziehungsweise, wenn man ehrlich ist, dann eigentlich drei. Jetzt ist das Licht schon wieder ausgegangen. Ich mache hier immer meinen Akku leer. Professionalität lässt grüßen. So, es bleiben mir nur noch drei Stück übrig. Hier habe ich ganz klar den Panzer des Space Marines in der Hand.
Den kriegt man wirklich auch sehr, sehr leicht raus, weil er halt so große sperrige Dinge hat. Den Schild kriegt man ganz leicht, den Panzer oder auch den Helm. Das sind natürlich alles Dinge, die man sehr leicht herausfüllen kann. Da ist er. Ein bisschen jung erscheint er mir, das finde ich nicht ganz so cool. Der hätte auch eine ältere Figur oder ein älterer Ranger oder Space Police Mensch, was auch immer bei sein können. Dual Molded Legs, schwarz und weiß. Keine Bedruckung auf den Beinen, keine Bedruckung auf den Armen. Also insofern nicht ganz so super speziell. Den Helm finde ich cool. Der ist auch, glaube ich, Dual Molded, ne? Weiß und schwarz. Hat hier oben eine coole Form und diesen Stern drauf. Rotes Visier. Auch sehr interessant. Also, vom Equipment her ist der hier wirklich super ausgestattet. Ein Schild, eine Pistole, zwei Handfesseln und zwei Blaulichter. Von der Bedruckung her und der Aufmachung, naja, ist, glaube ich, nicht jedermanns Geschmack. Aber ist an sich eine schöne Figur. Keiner meiner Favoriten, aber ist in Ordnung. Besonders sicher könnt ihr euch beim Hund aber sein, wenn ihr so wie ich jetzt gerade den Knochen gefunden habt. Der ist wirklich sehr, sehr leicht zu überfühlen. Aber sobald ihr den habt, dann ist es klar, das ist der das Maskottchen, das Mops-Maskottchen. Da ist er. Einmal hier so ein albernes Gesicht. Fokussiere doch bitte mal. Hallo. Hier mit der Zunge raus. Oder nochmal Zunge raus, also Hauptsache Zunge raus, sagt sich hier das Mopskottchen, oh Gott, Maskottchen und Mops, ja. Hat zwei so eine Spielknochen mit dabei, finde ich ganz schön, ist süß gemacht. Die Knochen in der neuen Farbe gab es so auch noch nicht vorher. Den Kopf finde ich richtig passend und treffend. Rückenprint hat er hier mit dem kleinen Stummelschwänzchen und natürlich dem Halsband. Ist eine schöne Figur, der auf diesem Maskottchen steht. Der ist damit immer gut bedient. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, meine Lieblingsfigur, nämlich den Imker, aus der aktuellen Serie zuletzt zu packen. Den Imker erkennt ihr an verschiedenen Dingen. Ihr könnt ganz, ganz klar natürlich nach der 2x2-Teil Ausschau halten. Wenn ihr die habt, dann seid ihr auf jeden Fall sicher. Oder ihr holt euch das Konstrukt. Das hier ist nämlich eine Tasse, werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr die typische Tassenform herausfühlt, seid ihr auch sicher. Oder ihr habt den klassischen Imkerhut, den er hier aufhat mit dem Sichtfenster. Gucken wir uns gleich mal an. Ist persönlich meine Lieblingsfigur. Aus der aktuellen Lego-Minifiguren-Serie. Einfach weil ich finde, so einen Imker hatten wir noch nie. Wenn der Gesicht einmal legt sich auch die Lippen oder einmal ohne, beides mit Schnurrbart. Dann dieser Hut, den finde ich ganz große Klasse. Hier ist auch ein Sichtfenster vorne drin, also dieses Netz gegen die Bienen. Bedruckung hinten vorne mit dem Honig. Beine sind auch an den Seiten bedruckt. Also hier haben sie auch wieder richtig schön was rausgebracht, finde ich. Und dann in Silber die Tasse. Und dieser Nupsel, den man normalerweise immer genutzt hat, wenn etwas durchsichtig sein sollte und jemand gerade springt, das ist dann hier ein, weiß ich nicht, Insektenschutzmittel oder so. Ich weiß es nicht, was das sein soll. Und hier die 2x2-Teil mit der Bienenwabe und den Bienen. Schöne Figur. Mein Favorit, passt in jeden Garten. Ich möchte demnächst auch hinter einem Modular Building bei mir in New Brick City einen Bienenstock bauen, da wo der dann halt auch direkt hinkommen kann. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, aber von der Aufmachung her ist das meine Lieblingsminifigur. So, da haben wir sie nochmal alle vor uns. Die 12 neuen Figuren aus der Lego Minifiguren Serie 21 aus dem Jahr 2021. Ich finde, es ist eine bisschen durchwachsene Mischung. Manche finde ich richtig cool, manche haben richtig tolle Teile und andere finde ich ein bisschen langweilig oder persönlich habe ich jetzt nicht so viel damit zu tun oder verbinde damit nicht so viel. Meine 6 Favoriten sind hier die 6 hier vorne bis hin zum vom Geiger bis hin zum Gestrandeten. Ganz cool finde ich auch noch hier hinten die Sängerin, aber wie gesagt, so die hier 6 hier vorne, die finde ich persönlich am coolsten. So,
Jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ihr hoffentlich alle gewartet habt und für den ihr extra dran geblieben seid. 200 Abo-Special, die Verlosung dafür. Erst nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die abonniert haben, an alle, die noch abonnieren werden und so weiter und so fort. Ich möchte euch ein bisschen was zurückgeben und zwar folgendes. Ich verlose im Rahmen vom 200 Abonnenten-Special zwei noch nicht begrabbelte Tüten. Ich weiß nicht, was drin ist. Ich halte sie auch extra so. Ich weiß nicht, was drin ist. Diese beiden verlose ich zusätzlich zu dieser hier. Schaut euch das mal an. Das ist eine noch original verpackte Tüte von der 40 Jahre Lego Minifiguren-Serie. Ich glaube, die ist schon seit 2 oder 3, vielleicht auch länger, Jahren vom Markt. Noch ungeöffnet, ich weiß auch nicht, was drin ist, würde ich auch euch verlosen. Also könnt ihr insgesamt diese drei Tüten gewinnen. Das ist hierbei so ein bisschen als Hauptpreis zu betrachten, weil die laufen ja gerade erst an. Die könnt ihr euch also auch immer noch holen. Und mit meinen gerade gezeigten Tricks wisst ihr auch immer gleich, welche ihr bekommt. Und das ist hier so ein bisschen der Hauptpreis. Diese drei kann ich verlosen. Und zwar an euch. Dazu tut ihr bitte Folgendes. Natürlich ist es immer wieder schön, neue Abonnenten zu gewinnen. Also wenn ihr meinen Kanal abonniert habt, das würde mich schon mal super freuen. Gerne auch ein Like da lassen unter dem Video. Das freut mich immer noch mal mehr. Ist zwar jetzt hier dann wahrscheinlich fürs Gewinnspiel, aber vielleicht liked ihr dann ja auch mal das andere Video oder schaut dort mal rein oder, und darum geht es, hinterlasst mir einen netten Kommentar. So wie beim 100-Abonnenten-Special mit dem Lester, der ja inzwischen seinen Weg zu Alex gesammelt hat. Alex vom Kanal Alex sammelt Klemmbausteine, der hatte den ja damals gewonnen, hat auch ein schönes Unboxing gepostet. Das habt ihr bestimmt schon gesehen. Wenn nicht, verlinke ich es euch nochmal unten in der Videobeschreibung. Hallo Alex, liebe Grüße und schön, dass Lester angekommen ist. Hat mich gefreut. Tolles Video. So wie damals, hinterlasst ihr mir einen Kommentar. Folgendes kommt bitte rein in den Kommentar. Welche Figur findet ihr denn aus dieser Serie hier am besten? Welche würdet ihr euch wünschen, dass ihr hier drin habt? Wie gesagt, ich kann es nicht garantieren. Das sind jetzt zwei Figuren, die ich wirklich blind gegriffen habe. Welche würdet ihr euch denn wünschen, dass da drin ist? Denn welche findet ihr am coolsten? Das ist Nummer eins. Oder wenn ihr sagt, ihr möchtet für den Hauptgewinn ins Rennen gehen, dann natürlich hier genau das Gleiche. Welche Figur fandet ihr aus dieser Serie damals am coolsten und welche würdet ihr euch wünschen, dass ihr hiervon bekommt? Das soll es schon gewesen sein. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Kommentar da lassen, das auf jeden Fall. Liken und abonnieren immer, immer gerne, gar keine Frage. Könnt mich auch gerne weiterempfehlen. Ja, Oma, Opa, Katze, Onkel, Hund, wem auch immer. Freue ich mich, alle hier zu begrüßen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ja? Macht's gut, habt einen wunderschönen Tag. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank an alle Abonnenten und schaut mal wieder öfter in eure Steinekiste oder demnächst in euren Briefkasten. Da sind immer noch so einige Schätze zu finden. Das war's von meiner Seite aus. Macht's gut. Ciao, ciao.